Hallo und herzlich willkommen zum E-Tutorial Titel zu Ihrer Legato Literaturliste hinzufügen mit dem Cited-Button. In diesem Video stellen wir Ihnen den Cited-Button vor und zeigen Ihnen, wie Sie diesen installieren und nutzen können. Zum Schluss des Videos gehen wir zudem auf die Nutzung des Cited-Buttons im Browser Safari auf dem Mac ein. Mit dem Cited-Button können Sie Titel mit wenigen Klicks schnell und einfach zu Ihrer Legato Literaturliste hinzufügen. Um den Cited-Button zu installieren, gehen Sie in Legato zu Ihren persönlichen Einstellungen. Diese finden Sie oben rechts hinter Ihren Initialen. Klicken Sie auf Cited. Wenn Sie Ihre Lesezeichenleiste eingeblendet haben, können Sie den Cited-Button ganz einfach in die Leiste ziehen. Jetzt können Sie den Cited-Button jederzeit nutzen. Den Cited-Button können Sie auf den verschiedensten Seiten verwenden. Die unterstützten Seiten werden Ihnen hier angezeigt. Dazu gehören diverse Datenbanken und Verlage, aber auch beispielsweise Amazon. Wenn Sie nun einen Titel von einer Seite in Ihre Literaturliste übernehmen wollen, klicken Sie einfach auf den Cited-Button in Ihrer Lesezeichenleiste. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie angeben können, in welche Liste und welchem Abschnitt der Titel übernommen werden soll. Gegebenenfalls öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem Sie angeben können, ob der Titel verpflichtend ist oder empfohlen wird oder ob eine Anschaffung des Titels als Print oder E-Book gewünscht ist. Außerdem können Sie angeben, wenn Sie einen Scanauftrag wünschen oder das Buch als Semesterapparat aufgestellt werden soll. Haken Sie die zutreffenden Möglichkeiten an. Die Titel wurden nun Ihrer Literaturliste hinzugefügt. Zum Schluss geben wir Ihnen noch ein paar Hinweise zur Nutzung des Cited-Buttons in Safari. In Safari empfehlen wir Ihnen, den Cited-Button in Ihre Favoritenleiste abzuspeichern. Dafür ziehen Sie den Cited-Button in Ihre Lesezeichenleiste unter Favoriten. Danach blenden Sie unter Darstellung die Favoritenleiste ein. Sie können aber natürlich den Cited-Button auch aus Ihrer Lesezeichenleiste heraus nutzen. Jetzt können Sie den Cited-Button wie gezeigt nutzen. Sollten Sie Probleme mit dem Cited-Button haben, überprüfen Sie Ihre Einstellungen in Safari. Unter dem Reiter Datenschutz muss Folgendes eingestellt sein: Website-übergreifendes Tracking verhindern und alle Cookies blockieren dürfen nicht angehakt sein. Falls Sie weiterhin Probleme bei der Nutzung des Cited-Buttons in Safari haben, empfehlen wir Ihnen die Nutzung eines anderen Browsers. Falls Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden.